Das ist keine normale Erste-Hilfe-Tasche. Die hat eine Funktion, die einfach genial ist. Und zwar die hier. Und wenn ihr interessiert, was das bedeutet, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, mein Name ist Rainer Rosso vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Und ja, was ist jetzt wirklich das Besondere an dieser Tasche? Und zwar, die hat da hinten, also eine Condor-Tasche, Link findest du unten im Beschreibungstext, die hat da ein Molle-kompatibles System. Das heißt, du kannst diese Tasche an das Molle-Teil von deiner, deinem Rucksack zum Beispiel, Raidpack MK3 zum Beispiel, wäre ein gutes Beispiel, drauf machen. So, jetzt ist das eine Erste-Hilfe-Tasche, wo da irgendwelche Dinge drin sind. Das zeige ich dir dann nachher noch alles. Und du kannst jetzt Folgendes machen. Das ist noch immer das Molle-Teil, das ich da gerade gezeigt habe. Aber ich habe die Tasche in der Hand und kann dann mit dieser Tasche zu einem Patienten gehen oder wo auch immer hinmarschieren oder was auch immer damit tun. Das bedeutet, ich habe hier ein Klettsystem, das einmal sicherstellt, dass die Tasche, dieser Pouch, angehängt ist an irgendeinem Molle-kompatiblen Teil, einen Rucksack wahrscheinlich. Du aber trotz alledem das runternehmen kannst und damit flexibel sein kannst. Das finde ich echt klasse. Dazu ist da hinten da ein Klettsystem, das wird dran gehängt, ganz einfach miteinander verbunden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, das ist ja jetzt fürs Erste cool, aber vielleicht kann das Ganze herunterfallen. Ne? Dazu kann man die beiden Taschen miteinander, also diese zwei Teile miteinander verbinden über diesen Bügel hier. Jetzt ist die Tasche mit dem Klett verbunden und kann auch nicht mehr, ich kann da jetzt zwar das runterziehen, aber nicht, es fällt nicht runter, das geht nicht, weil es angehängt ist. Das heißt, ich muss das hier öffnen und dann kann ich die zwei Teile wieder voneinander trennen. Das finde ich urcool, ich habe das gesehen beim Ritsche, an einem befreundeten Survival-Trainer, der das mitgehabt hat, das war einfach genial. Zwei Wege Reißverschlusssystem, kannst das Ganze aufmachen, da ist hier so ein kleines Darschau, da hat er Zugriff auf unterschiedlichste Dinge, alles in einer vernünftigen Qualität von Condor. Die bauen das natürlich auch in China. Link zu einem Produkt findest du hier unten. Dann da unten, da hast du jetzt so flexible Laschen. Ich meine, es ist alles gut verarbeitet. Also ich kann jetzt keinen echten großen Nachteil finden. Da so eine Haupttasche, da noch einmal, und zwar zwei von diesen flexiblen Teilen. Das bedeutet, ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und oben mein Überraschungsei reingeben. Und unten könnte ich jetzt hergehen, und zum Beispiel da Mundauflagen reinpoppen. Und das war jetzt das Poppen. das kann ich jetzt tun. Wenn ihr interessiert, was es mit diesem Überraschungsei so auf sich hat, findest du auch einen Link da unten. Aber das ist eine andere Geschichte. Und auf jeden Fall, ich kann das hier schön miteinander kombinieren. Da habe ich auch noch einmal Fächer, da noch einmal ein Fach. Also da passt wirklich massig rein in diese Tasche. Die ist auch wirklich, wie du ja siehst, Daumenlänge. Und die kann man auch ein bisschen komprimieren. Also da passt wirklich einiges rein. Toll gemacht. Also ich bin fasziniert davon. Ich muss jetzt noch im Langzeittest die nächsten Survival-Trainings über den Sommer, da bin ich ja jedes Wochenende fast draußen und schaue mir an, und da werde ich das jetzt ganz intensiv testen, dieses Teil, und da bin ich schon gespannt, ob es auch das hält, was es verspricht, ob es all das kann, was ich mir vorstelle, und ob es auch zum Beispiel, ich bin ein Tasmanian Tiger Fan, nicht aus dem Grund, weil ich jetzt sage, okay, ich habe das im Shop, aber aus dem Grund, weil ich davon überzeugt bin, dass das die Dinge halten, weil ich es auch weiß, dass diese Dinge halten. Und ich weiß es jetzt von diesem Condor-Teil halt nicht. Und das muss ich herausfinden. Und wenn ich es dann weiß, dann kriegst du wieder ein Video dazu und dann erzähle ich da wieder was. Das sind auch diese ganzen Funktionalitäten, die man halt so kennt und die man halt auch schätzt bei Ausrüstung, sind alle enthalten. Gefällt mir ganz gut. Ich mag dir um einen Daumen nach oben bitten, ich mag dir um einen Kommentar bitten. Wie siehst du das? Kennst du das? Was hältst du davon? Wenn dir das Produkt interessiert, unten der Link zum Produkt. Ich sage danke fürs Dabeisein. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos, dann René Rossmann. Bis bald. Ciao.